Hi zusammen, Faktor 4. Ja, willkommen zu einem neuen Video und zwar heute mal ein News-Video mit den aktuellen Neuigkeiten, die von Plarium bzw. von Videos oder im Discord veröffentlicht wurden. Da möchte ich mit euch heute drüber gehen und dann nochmal ein paar Reaktionen auf ein paar Kommentare. Ich habe jetzt in letzter Zeit öfters gesagt bekommen, dass oder als Kritik geäußert, die Kritik wurde geäußert, dass die Videos zu Endgame-lastig sind und auch gerne mal ein Anfänger-Team bzw. ein Mid-Game-Progress-Team gezeigt werden soll, wenn man über so eine Event spricht, wie aktuell aktiv sind diese Drachen-Events. Das heißt, das werde ich auch tun, das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen. Ich danke für die Leute, die nicht flamen, also schreiben, ist alles scheiße, sondern wirklich eine konstruktive Kritik gegeben haben. Da bedanke ich mich für, denn das hilft mir auch mal aufzustehen, mich umzudrehen und mal das Ganze aus einer anderen Sicht zu sehen. Das heißt, ich werde jetzt in Zukunft versuchen, mal ein bisschen gezielter dann zu sagen, okay, also das ist jetzt eher so ein Team, was ich spielen würde, wenn ich schon im Endgame wäre, da könnt ihr so machen und im Early Game macht das dann so und zeigt dann auch etwas dazu. Also das habe ich mir fest vorgenommen, das wollte ich jetzt gleich mal am Anfang loswerden. Also danke für offene Kritiken. Ich bin da wirklich vielen Dank dafür. So, kommen wir zu den News. Also Thema Nummer 1, es gibt Vorankündigung für den Patch 3.3, der demnächst veröffentlicht wird und die News, die endgültigen News mit allen Details kommen auf jeden Fall die Woche noch. Nur konnte ich jetzt nicht warten, um euch zu zeigen, was denn aktuell angesagt wurde. Also Thema Nummer 1, es gibt in Zukunft es wird passieren, wenn wir jetzt Clanbaum-Schlüssel bekommen aktuell, dann gehen die ja gestackt in den Account. Das heißt, wir haben dann, wenn wir es mal hier und wir haben hier Clanbaum-Schlüssel drin, dann sind die hier 6 Stück. Wer braucht denn 6 Clanbaum-Schlüssel an einem Tag? Niemand. Der Gedanke war nach Rücksprache natürlich, dass man Inventarplatz spart. Da habe ich gesagt, dann erhöht doch einfach den Inventarplatz. Es kam da nicht so gut an. Aber was jetzt passieren wird, ab dem nächsten Patch 3.3 wird das so geändert, dass wir dann 6-mal einen Schlüssel bekommen und somit die Schlüssel dann über 99 Tage verteilt machen können, wenn zum Beispiel eine Schwäche-Affinity auf dem Boss ist. Das gilt für alle Rewards, die wir irgendwo bekommen. Also sei es durch Entschädigung für Belohnungen, für Turniere, Events, überall, egal. Wenn sie in die Inbox gehen, werden sie einzeln in die Inbox getan. Der nächste Punkt, und das ist ein relativ guter, wobei ich mich noch frage, wie sie es umsetzen. Es wird einen Anproberaum geben sozusagen, also eine Garderobe. Und zwar, die nennt Fitting Room. Und zwar muss man sich jetzt so vorstellen, dass wenn wir das mal öffnen, das sieht dann so aus. Ihr seht dann hier, wir haben hier links dann dieses Zeichen Fitting Room und dann können wir einen Champ ausstatten, ohne dass wir Silber brauchen. Und der Vorteil daran ist, wenn wir das jetzt machen, ihr könnt dann einfach rumbauen und rumbauen und rumbauen und wenn wir dann so habe ich das verstanden, machen ja Rückfrage, wenn wir dann fertig sind, dann können wir einfach die Artefakte sagen, okay, übernehmen und dann wird das Silber dafür ausgegeben, wenn man dann soweit ist. Das Schöne ist, das spart mir das halt auch die Arbeit im Tool zu machen, wenn das natürlich dann in-game implementiert wird, wie das umgesetzt wird. Das ist jetzt die nächste Frage. Wenn man danach trotzdem alle anklicken muss, also schön, wenn man macht es, sieht die Stats, klickt auf Equip und alle Dinger werden übertragen, dann wäre es perfekt. Was ich daran kritisiere an diesem Bild, habt ihr schon mal einen Schaman mit 157 Base Speed gesehen? Ich nicht. Okay, gut. Was mir da auch wünschen würde, wäre einfach mal eine Erweiterung, dass man zum Beispiel, wenn man Speed anzeigen lassen will, die Items, ja, also gehen wir mal kurz auf Weight, da könnte es besser zeigen, was ich mir wünschen würde, was wirklich kommen sollte, wenn ich hier sortiere nach Items und ich möchte jetzt hier Items mit Substat Speed haben, dass ich hier sagen könnte, jetzt die höchsten Speeds ganz nach oben. Sodass man nicht erst suchen muss, wo seine besten Speed-Items sind. Also das wäre noch eine Funktion, die ich mir wirklich wünschen würde. Der Fitting Room selber ist an sich, finde ich, richtig. Und zwar gilt die Regel, die Ansage, die Plarium gemacht hat, das würde ich jetzt mal vorlesen. Ich übersetze es jetzt, ja. Sorry für mein Englisch. Also, wir können dann ganz einfach Artefakte und Accessoires anprobieren und die richtigen finden, die am besten zu den Werten des Champions passen, abhängig von verschiedenen Kombinationen auch von Artefakten. Ja? So, es geht. Jedes beliebige Artefakt, Accessoire oder Artefaktset aus dem Lager kann anprobiert und ersetzt werden, bis zu 6 Gegenstände gleichzeitig. Das gilt, heißt, die Schmuckstücke sind dann halt getrennt davon, anstatt einen nach dem anderen auszuprobieren. Unsere Champion mit allen Gegenständen ausstatten, die sie nur anprobieren, da verstehe ich die Übersetzung, das ist das Wort, wollte ich übersetzt, verstehe ich so, dass man halt raufgucken kann, was würde sich ändern und wenn man es nicht will, lässt man es halt. Man kann dann die Gegenstände filtern, das kann man jetzt schon und man kann dann auch daraus verkaufen. Was das daran soll, weiß ich nicht, es ändert nichts an dem, das eigentliche Key Message ist, wir können Items anprobieren. Leider nicht komplett,
Ja, eine wichtige Ansage ist, das Anprobieren ist völlig kostenlos. Also, ihr könnt dann hin und her switchen, das kostet kein Silber mehr. Das finde ich gut. Equip wechseln kostet immer Geld, wie immer bisher auch noch. Das hieß es aber, das Ausrüsten erfordert Silber in der Nachricht. Daraufhin habe ich nachgefragt, was das heißt. Das heißt nicht, dass wenn wir jetzt ein Champ nichts equipped hat, dass wenn wir das Ausrüsten Geld kostet, das passiert nicht, sondern nur wenn wir ein Item austauschen gegen ein bestehendes, das kostet dann Geld. So, das zu dem Fitting Room. Es kommen Details jetzt die Woche noch. Wenn die da sind, würde ich euch natürlich dann sofort mit einem Video beglücken, um euch das dann näher zu bringen. So, dann gab es von Plarum das Bild. Entschuldigung. Ja, sieht jetzt ein bisschen witzig aus. Finde ich irgendwie sehr dezent. Ja, sieht jetzt nicht optimal aus, das Bild für Sie. Man sieht es schon bei den negativen Bewertungen 603. Wir lassen jetzt mal zusammen die Q&A-Session. Es ist die erste von ihr, die sie selber macht und sie versucht darin Fragen zu beantworten, die die Community stellt. Und ich würde jetzt meinen Senf da mal zugeben, was ich davon halte. Also, lassen wir es einfach mal laufen. Hey everyone, welcome to our very first rate Q&A video. A short. Moment, ich habe gerade was mitgekriegt. Das ist natürlich fatal, wenn ihr jetzt hier den Schall hört. Das wollen wir natürlich nicht. Video covering things we've been working on, telling you a little bit about our plans and answering some of your most frequently asked questions. So. So let's get into those. The first one. Will the requirement to get Lydia change when you add the new faction? Short. Also, es war immer die Frage, das habe ich auch mehrmals von der Community gesagt bekommen. Was ist, wenn die neuen Factions rauskommen? Ja, gehen wir mal gerade rein in die Fraktionskriege. Aktuell brauchen wir 819 Punkte und bisher hieß es, nein, es wird nicht hochgesetzt. Das heißt, es bleibt bei 819 Punkte. Bin ich gespannt, wie es jetzt, wie die Aussage wird. Gucken wir mal, ob sich da was geändert hat. Short answer, most probably yes, but there is no reason to panic. Möglicherweise ja, aber es gibt keinen Grund zur Panik. Okay, was heißt das? Jetzt ist wieder mal eine Antwort typisch, also wirklich. Some of you may already know that our next new faction will be based on a lot of Eastern Asian influences. And like all other factions, they're gonna have their own crypt infection wars, eventually. We'll be gradually adding new champions to the faction over time. So we won't actually open a crypt for them until we've added enough champions to make it completable. Okay, also Sie sagen, es wird jetzt die neue Samurai-Fraktion kommen aus dem ostasiatischen Raum, soll es dann sein, ja, so. Das ist wohl bekannt. Und Sie wollen natürlich jetzt hier, sagt sie auch, Sie werden die neue Fraktion natürlich dann auch rausbringen, so wie genug Champions da sind, die abzuschließen. Das heißt für mich hintenrum, Sie werden auf jeden Fall die Punkte erhöhen, so wie die neue Fraktion draußen ist. Deswegen wieder mal die Nachricht von mir, versucht Lydia zu bekommen, so schnell wie es geht, mit den aktuellen benötigten 819 Punkten. Das ist schon ein hartes Stück Arbeit, das ist ein Haufen Grind. Vor allen Dingen für Free-to-Play-Spieler ist es sehr aufwendig. Aber wir haben jetzt schon zwei, drei in meiner Community, die haben es mit Free-to-Play geschafft. Also es geht wirklich zu schaffen. Es ist nur ein Haufen Grind und ein Haufen Arbeit und Durchhaltevermögen. Und Glück bei den Splittern, muss man natürlich auch sein. Wenn die neue Fraktion rauskommt, man weiß auch nicht, ja, es ist ja schön, es gibt dann neue Champions. Noch mehr Champions. Wie hoch ist denn die Chance, dass wir diese Champions bekommen? Das ist ja das nächste Problem. Ja? Also, wenn man mal ehrlich ist, man will dann diese Fraktion machen und hat gar keine Champs dazu. Das heißt, die Fraktion würde man gerne machen wollen. Man hätte auch die Ressourcen, aber nicht die Champions. Deshalb, ja, versucht es auf diesem Weg jetzt so schnell wie möglich abzuschließen, um weiterzukommen mit Lydia, dann vor allen Dingen in den Doom Tower. So, the requirements for Lydia won't change in the near future. Es wird nichts geändert an den 98 Punkte in naher Zukunft. Okay. And we will let you know far in advance before the new faction is added to the list of those. Question 2. What are your future plans for the Doom Tower? What are your future plans for the Doom Tower? Was sind eure zukünftigen Pläne für den Doom Tower? Das wird sehr häufig gefragt. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Der Doom Tower. Also, ursprünglich wurde gesagt, es wird eine Rotation geben dort. Sprich, man fährt dann man macht den Doom Tower nächstes Mal und wechseln die Bosse, es kommen neue Bosse hinzu und so weiter und es wird gebalanced. Damit war die Vermutung nahe, dass das relativ zügig passiert. Sie haben aber gesagt, dass es jetzt 3 Monate mindestens dauern, also 3 Zyklen dauern wird, bis das passiert. Ich schätze, sie werden neue Bosse reinmachen und in den 12 Stages am Ende 12 verschiedene Bosse haben. Ich finde es jetzt gut, dass es jetzt nicht 12 Monate gedauert hat, bis man da war. Ja, also wenn es jetzt 12 Monate gedauert hätte, bis man den Doom Tower nochmal rausgebracht hätte, war es gut, dass es jetzt ist. Ich finde es aber gut, dass es jetzt nicht gleich kommt, ganz ehrlich.
Wenn jemand einen Account hat, wie jetzt der Account, der durch die Community natürlich auch noch riesengroß ist und relativ viele Ressourcen hat, dann ist es ja okay, dass schnell was Neues kommt. Aber die meisten, die haben schon bei Normalprobleme und dann noch bei Hard wird es noch viel schlimmer. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass diese Spieler sich da noch ständig mit neuen Bossen auseinandersetzen müssen und sich nicht mal auf was einstellen können, deshalb finde ich gut, dass diese Einstiegszeit ruhig 3 bis 4 Monate geht, damit jeder seine Champs für die entsprechenden Bosse hochziehen kann, manche Mechaniken lernen kann und. So, machen wir weiter. The Doom Tower is supposed to work in rotations, with every rotation switching up the bosses, mobs and secret rooms. As you might be able to see in game right now, this current one is named after the Frost Spider, because she's the final boss. The next rotation will have another boss, and so on. However, since this was our very first Doom Tower release, we realized we've got a bit more fine-tuning and tweaking to do on the current rotation. Oh, hier fliegen blaue Splitter rum, sehe ich gerade. Seht ihr das? Hier fliegen blaue Splitter rum. Sie sagen, sie haben realisiert, dass sie ein bisschen Feintuning am Doom Tower übernehmen müssen. Okay. Also, ganz bis jetzt muss ich sagen, schaden sie sich mehr mit dem Video, als sie sich positiv stimmen. Ich bin kein Renter oder so, aber mit dem Video tun sie sich nichts Gutes. With your help, we have also come up with a whole list of improvements we want to make for the next one. And we're gonna hold off on releasing that until we think it's ready. Right now, we are looking at releasing the next rotation in a few months. Maybe. Die nächste Rotation ist in einigen Monaten, also wie vermutet. April, maybe sooner. So keep an. Vielleicht April, vielleicht früher. Also kommt's im Mai. Eye out for new. Entschuldigung, aber die. Naja. News on that. Da machen sie sich doch selber mit. Ist doch klar, dass die Leute jetzt sagen werden, ja klar, dann kommt im nächsten halben Jahr die Nachricht, wir müssen wieder ein bisschen feintunen. Third question. Did you guys forget about the dwarves? Why do the undead hordes get all the new epics and legendaries? Da ist was Wahres dran und was Falsches. Also, die Zwerge haben sie nicht vergessen, die Zwerge sind die jüngste Fraktion und die untote Horde kriegt wirklich viele. Das ist korrekt, dort gibt es sehr viele Champions. Es gibt auch noch andere Champion-Fraktionen, die schwer sind. Also Zwerge auf jeden Fall, ich denke aber auch an Skinwalker zum Beispiel, ja, auch die sind schlimm. Bei den Zwergen ist es so, ist die jüngste Fraktion und ich vermute, dass es einfach daran liegt, dass sie einen riesen Vorlauf haben. Ja? Also bis das Design zum Erstellen und so weiter kommt, dann kommen irgendwelche Hate-Zeiten, wo die Community total abdreht, wo sie dann schnell reagieren müssen. Und ich glaube, davon werden sie sich nicht abbringen lassen. Wenn die jetzt irgendwann angefangen haben, Zwerg zu designen und dann kommen wieder ein paar untote Horde und das, was fertig wird, wird halt implementiert. Es ist ungünstig gelaufen. Die Zwerge brauchen aber noch in meinen Augen einiges an Champions. Ich bin gespannt, wenn jetzt aber nochmal die neue Fraktion kommt. Also wenn dann wieder bloß neue Champions kommen, nur halt, als sie Samurai sind, neue Mechaniken müssen her. Our development path for planning, designing, balancing and releasing champions is pretty long. It's something we try to plan well in advance. And there's usually a long line of champions in development at any time. Ja, die sieht ja schon cool aus, ne? That's why you've been seeing a lot of undead horde champions popping up. Der hat hier unten. Okay. Er sieht schon böse aus. All over the place, along with other champions from older factions. However, we haven't forgotten the dwarves. Don't worry, we know they need some new blood. Also ich weiß nicht, was sie zurzeit mit diesen fülligeren Charakter haben. We've actually just released 2 new epic dwarves and we're also bringing out 2 more epics and a new dwarf legendary in February. Also sie bringen neue epische und einen neuen legendary Dwarf im Februar. Ich vermute, das wird die nächste Fusion. Die nächste Fusion sollte bald kommen und wenn es ein Zwerg wird, wird es gut. Das ist gar nicht schlecht, dann kann sie wenigstens jeder kriegen, der die Ressourcen hat. Nicht zu Endgame-lastig reden. Tudulu. Wer die Ressourcen hat. Ich bin gespannt. Es wird. Also Champions bringen sie ja viele. Das ist auch okay. In so einem Gacha-Game müssen neue Champions kommen. Ich finde aber, sie brauchen neue Mechaniken, die Champions. Es bringt nichts, wenn die neuen Champions einfach die alten alle outbashen, ja, sondern die brauchen neue Mechaniken reinbringen, die zu starke Champions ein bisschen. Ja, ein bisschen kontern. On top of that, we've got another 14 in development right now. Also 14 neue Champs sind schon in Entwicklung. So, ich vermute mal, dass der Großteil davon Samurai-Champions sind. Now, that we hope will bring that faction up a level.
Next question. Do you have any answers to the duplicate champions issue? So, das ist der für mich persönlich der wichtigste Punkt. Die Frage ist auch ein bisschen umformuliert. Wir fragen ja immer, wann gibt es endlich ein etwas für die doppelten Champs, ne? Und sie sagt, haben wir irgendwelche Antworten haben für das Problem mit den doppelten Champions? Das ist ein bisschen hin und her, das ist natürlich klug umgedreht, die Frage. Ich finde persönlich ganz einfach, es gehört eine Regelung rein, wenn ich zwei Champions habe, entweder kann ich meinen Champion upgraden, dass er irgendeine geile Aura kriegt, wenigstens, ja, dass man es irgendwie sieht, optisch, oder, aber der Champion keine besseren Stats bekommt, die Stats bleiben die gleichen, oder dass ich mit doppelten Champs mir Marken, also Splitter generieren kann, universelle, mit dem ich dann Fraktionsfragmente machen kann, die ich zum Beispiel noch nicht geschafft habe, wo fünf fehlen, dass ich dafür verbrauchen kann, auch wenn es dann eben 10 Doppelte kostet. Ist doch egal, Hauptsache man hat irgendwie eine Möglichkeit. Oder dass man mit doppelten Champions Splitter zurückbekommt, die garantiert einen anderen Leggy zum Beispiel ziehen oder so. Ja, also all das wäre möglich. Ich glaube, das große Problem ihres Problems ist daran, dass sie damit Geld verlieren. Das ist meine persönliche Meinung. Denn natürlich viele, die wie ich jetzt länger spielen, haben viele Doppelte. Und da wird natürlich eine Ressource schaffen, wo sie woanders wieder Geld verlieren. Also, wobei ich denke, das Ehrlichste und das Beste wäre, bei einer Fragmentfusion Fragmente zu ermöglichen durch Doppelte zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel eine geile Aktion, vor allen Dingen für Free-to-Play oder Low-Spender-Accounts. Ja? This is probably our most asked question. And it's also probably the hardest one to answer. Okay, es ist die häufigste, wahrscheinlich die häufigste gestellte, es ist die häufigste gestellte, also zumindest von uns Content Creator, und auch die schwerste zu beantworten. Bin ich mal gespannt, was sie jetzt sagt. We are currently working on and testing a few different concepts for this. Also, das haben sie vor einem halben Jahr schon gesagt. Machen wir weiter. Also, sie haben gesagt, sie testen jetzt schon einiges und verschiedene Konzepte. But it's a biggie and we want to make sure we get it right. It could have a huge impact on the game, positive or negative. So we are not avoiding it, we are just being thorough. Right now our top priority is to figure this out in the first half of this year. As soon as we have a clearer idea of the direction we are gonna go with, we'll let you know. Okay, also sie sagen, sie wollen die finale Idee jetzt in dem ersten halben Jahr kriegen. Okay, dann müssen wir schauen, ob es wirklich klappt. Wenn sie es machen, sie sollen es richtig machen. Was ich nicht möchte, das denkt, das stimmt da mir alle zu, was rausbringen, was nachher Mist ist. Das heißt, wenn sie es machen, sollen sie es gut machen. Jetzt ist das halbe Jahr, jetzt haben wir den 3. Februar gerade, also wir haben noch dann im Prinzip 4 Monate Zeit. Sie wollen auch einen neuen Boss, sagen sie noch gar nichts, was mit dem neuen Klamos ist, also das ist ja auch noch in der Entwicklung. Was mir jetzt so ein bisschen fraglich stellt, was mir jetzt hier ran fehlt, ist eine Richtung. Persönlich. And last question. Gear in Champions is hard and takes a lot of silver. Do you have any plans to fix that? We do. We are currently testing 3-4 different ideas to reduce the overall silver demands. And we'll let you know once we figure out the best way to deal with it. We're also looking to make re-gearing new champions a little easier to manage. We are currently working on an armory feature that lets you preview a new selected artifact set and compare it with the champion's currently equipped artifacts. This will show you exactly how your builds stack up and help you decide whether to keep or swap out your artifacts for new ones. And that's everything. If you have questions or Okay, na gut, sie sagen, sie wollen was gegen den Server, testen sie auch wiederum. Also es gibt keine klaren Antworten. Das ist alles jetzt nur, ja, wir machen, wir schauen. Ich selber weiß, was es heißt zu entwickeln, deswegen stimme ich zum Teil dazu, dass man da eventuell ein bisschen Zeit braucht. Ich finde aber, sie sollten sich nicht zu viel Zeit lassen, denn der Doom Tower auf jeden Fall ein guter Schritt. Ja. Der Doom Tower, dass da eine Rotation kommt, ist genauso gut. Das ist alles toll und alles richtig. Sie dürfen nur nicht nachlassen. Also Plario, meine persönliche Meinung ist, die Fragen, dass sie die Antwort ist richtig, aber das Video tut ihr euch keinen Gefallen mit. Das hat nicht umsonst 600 negative Bewertungen bekommen und ich vermute mal, dass die Kommentare voller Hate sind und voller lustiger Gegensachen, die das ganze Video ein bisschen lächerlich darstellen lassen, ist meine persönliche Vermutung. Ich will es gar nicht lesen. Jetzt würde mich aber interessieren, was sagt ihr dazu? Bevor jetzt der Release 3.3 kommt, der nächste Patch, der wird dann im Februar kommen jetzt. Denk mal 1-2 Wochen maximal. Und dann werden wir die Woche noch ein paar News kriegen, auch zu dem 10-fach-Event am Wochenende gibt es dann auch noch ein Video. Aber bis dahin würde ich gerne mal wissen, was haltet ihr von den aktuellen News? Wie findet ihr das Video? Sagt ihr, ja, okay, das ist auf jeden Fall gut, dass es kommt, oder würdet ihr euch was anderes wünschen? Zum Abschluss meine persönliche Meinung, was ich hätte von diesen Fragen war die wichtigste mit den doppelten Champs. Aber
Die wichtigste Frage der Community finde ich aktuell, was ist mit den Bücher-Issue? Also sprich, das Problem mit dem zu viel nicht vorhandenen Büchern. Die Champions bekommen immer mehr Bücherslots und die, klar, die Bücher sind angestiegen. Also für die ersten Champs und die älteren sind die aktuellen Bücher viel leichter zu bekommen als für mich damals. Da war es bedeutend schwerer. Das heißt, man bekommt jetzt mehr Bücher, aber die neuen Champs, also wenn ich mir die neuen Leggies angucke, da 14, 16, 18 Bücher bei Pixnell. Pixnell war ein Schrott-Champ. Und dann 18 Bücher. Wer hat denn bitte 18 Bücher als Free-to-Play-Spieler einfach mal rumliegen? Und okay, man kann sagen, okay, ich farm jetzt für einen Champion das alles hoch, dann ist alles gut. Aber was ist, wenn ich dann den zweiten guten Champion droppe oder den dritten guten Champion? Sie sollen Geld verdienen. Habe ich kein Problem mit. Ja, dann sollen sie sich was anderes einfallen lassen, dass dieser Champion zum Beispiel ohne Probleme nutzbar ist, aber sein Potenzial, was Schaden angeht, eben mit Büchern bekommt, aber nicht den Cooldown oder so. Ja, dass der Cooldown von Hause aus 3 Runden ist, dass jeder den ohne Bücher bekommen kann. Und wer im Endgame spielt, der bookt den dann sowieso, denke ich, die meisten, die Geld investieren. Also, ja, dann würde ich damit lagen mit dem Video. Ich hoffe, es war ordentlich strukturiert. Zwinker an die Community. Nein, ich hoffe, ich hat es gefallen. Lasst mir wissen, was ihr davon haltet. Wie seht ihr die neuen News? Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder heute Abend im Stream. Bis dann, euer Farbstoff. Ciao, ciao.